Ich weiß halt nicht, inwiefern die Kameraden sich jetzt die Möglichkeit haben, sich zu uns vorzuarbeiten. Könnte noch interessant werden. Werden wir aber, so wie ich mich kenne, so oder so noch. Ja, wie mache ich denn das jetzt am besten? Quatsch. Da werden wir so oder so noch gegen anarbeiten. So. Wie spät haben wir das? 16 Uhr. Ja, zu den einzelnen Grundlagen, da möchte ich euch auch noch mal ein bisschen... Ach, geht ja nicht. Möchte ich euch auch noch ein klein wenig zu erzählen. Und zwar, dass ich ziemlich doof bin, weil ich habe mir nämlich gerade... Ja, zu den Grundlagen komme ich gleich, wenn wir wieder im Haus sind. Wenn wir wieder im Haus sind. So, und das sind halt Spikes. An denen können die Zombies kaputt gehen, wir aber auch. Wie kommen wir ins Haus? Okay, Zombies können keine Leitern hochklettern. Iron Ladder, können wir sowas bauen? Leiter generell, 3 Leitern, tolle Wurst. Cooking Pot, Tin, was auch immer, Rusty Metal Door, Garden Hoe, Ladder. 6. Wollen wir doch mal schauen. Oh, diese Screamer regen mich auch immer auf. Woppa. Und oben sind wir. Also. Zu den Grundlagen gibt es noch Folgendes zu sagen. Die Zombies... Falsch angefangen. Sekunde. Nochmal eben Gedanken sammeln. Ja, jetzt hat er es wieder geschafft. Der Tribolo hat sich wieder selber verwirrt. Grundlagen. So, roundabout 17 Uhr, wenn ihr das Spiel spielt. Roundabout 17 Uhr solltet ihr, wenn möglich, euer erstes Haus betreten. Betreten haben, wie auch immer. So, Campfire. Einmal den Block und einmal einen Stick. Ich finde das Rezept... Naja, Quatsch. Das Rezept ist nicht so sonderlich realistisch. Na, Kollege. Warte mal, können wir nicht hier... Ah, dann würde das Haus wahrscheinlich in sich zusammenbrechen. Ich habe gerade überlegt, ob wir da nicht irgendwie auf das Vordach kommen können. Achso, kommen wir doch. Eine Etage tiefer. One steeper. Here we are. Gucken, ob wir das hier irgendwo... Oh. So, mit der linken Maustaste haben wir das Ganze dann mal hier in Wallung gebracht. Gut, wir gehen... Gehen wir jetzt schon runter? Oder habe ich hier Platz? Hier ist noch eine Walltorch. Die können wir hier einfach nochmal der Sicherheit halber anbringen. Und dann Sharpstick Stick. Dann werden wir nochmal was anderes bauen. Und zwar... Einen Sledgehammer. Der müsste, glaube ich, so gehen. Zweimal Eisen und dann die Sticks. So nicht. Dann eventuell mit einem... Da, genau. Einen Sledgehammer. 18.41 Uhr. Das geht noch. Ich wollte hier unten nämlich, nachdem ich ja schon einen Kühlschrank geholt habe, hier unten wollte ich gucken. Fuck, haben wir nicht. Haben wir nicht hier. Schade. Ich wollte mir nämlich noch gleich einen Ofen besorgen. So, wir werden in der Zwischenzeit... In der Zwischenzeit werden wir hier nochmal... So bis roundabout 20 Uhr oder so... So ein bisschen das ganze Angeschlagene schon mal wegmachen. Das können wir auch, glaube ich, mit dem Sledgehammer machen. Das ganze angeschlagene Zeug sind hier. Hier fehlt schon wieder einer ganz. Das ist auch sehr schön. Naja, schön ist was anderes. Erstmal machen wir mit der Pickaxe. So und so.
Ja, wir müssten uns normalerweise auch irgendwie irgendwann mal eine Mine schaffen. Ich weiß allerdings noch nicht, wie wir an. Ja, wie und wo wir an eine Mine am besten kommen sollen. Kommen wollen, wie auch immer. Das. Oh, doch kaputt geschossen. Ich Idiot. Ich habe auch. Ja, Minecraft. Minecraft gestört, der Typ. Total. So, die Maschinen da packen wir dann mal dahin. Alter, die sind schon. Das sind die von da drüben, auf jeden Fall. Ey, aber wo sind die? Alter, die sind irgendwo unter uns nachher. Da bin ich fest von überzeugt. Hier haben wir noch ein Fenster übersehen. Also, wenn wir es hier unten übrigens machen, ne? Physik. Physikalische Physik. Und alles bricht zusammen. So. Weiter im Texte. Was ist denn Purse? Keine Ahnung. Ist kaputt. Ne. Pickaxe. Doch besser. Sö mit Ö. So, wir haben es gleich 20 Uhr. Wir müssten auch auf jeden Fall langsam mal was futtern. Und was mich halt die ganze Zeit wundert, ist, dass wir aus diesem Stein nichts bekommen haben. Ach, guck mal, hier unter. Unter diesem Metal Trussing ist scheinbar Concrete. Concrete scheint noch etwas stabiler zu sein. Glaube ich, als Metal Trussing. Naja, zumindest sieht es besser aus als Metal Trussing. So. Ah, es ist 20:26 Uhr. Wir gehen jetzt einfach mal nach oben hin. Und dann möchte ich hier gerne eigentlich eine freie Sicht haben. Naja, also wenn wir da hinten die Leiter runterkommen, dann möchte ich möglichst eine freie Sicht auf diese Treppe da hinter uns haben. Weil unser eigentliches Domizil wird auf jeden Fall hier das Dachgeschoss werden. Warte mal. Ja, doch, ich denke mal, das kann man jetzt so lassen. Ja, Mensch, ich weiß nicht, ob das Licht die Möbels jetzt auch noch irgendwie unlockt. Keine Ahnung. So, 20.05 Uhr. Was? Komm, wir gehen erstmal nach oben. erstmal ab nach oben. So. Was essen. Ich werde das auch nie lernen hier in diesem Spiel mit dem Essen. Aber scheinbar darf die Hungerleiste oder muss die Hungerleiste gar nicht ganz unten sein, bis die gute Madame hier irgendwie Hunger kriegt. Oder halt auch der Herr, falls ihr euch das Spiel gegönnt habt und ihr den Herrn nehmt. Ja. Wir könnten uns auch mal Namen für die beiden einfallen lassen. Für die beiden Spielfiguren. Da, jetzt geht's los. 21.20 Uhr. Siehst du, das ist nämlich auch früher. Und die verbacken sich immer erstmal da. Lolz. Ist ja mal geil. Okay. So. Wir brauchen... Was brauchen wir denn jetzt alles? Erstmal brauchen wir weiter Iron Ingots. So viele, wie wir haben können. So. Jetzt haben wir 11 Stück. Dann brauchen wir einen Bucket. Weil ich will zum See und ich will Wasser holen. Ich weiß halt nicht, ob es ein Bug ist in dem Spiel. Also es wird von den Spielern halt gesagt, auf der einen Seite könnte ein Bug sein, auf der anderen Seite muss nicht unbedingt ein Bug sein. Jedenfalls, wenn man sich einen Wasserblock hinsetzt, dann hat man sofort eine unendliche Wasserquelle. Ne, nicht wie in Minecraft, wo man drei braucht. Hier diese Wooden Spikes, die sind halt ziemlich schnell weg. Das ist halt das Nervige. Deswegen sollte man so, keine Ahnung, er ist ja geil, er verfolgt das Reh. Oder den Hirsch da, was auch immer. Deswegen sollte man so 3 bis 4 Reihen immer setzen. Guck mal, wenn man hier steht, Alter, so auf dem Präsentierteller, kommen sie alle. Ah, immer schön. Immer. Sind das viele. Immer schön schnetzeln, die Jungs. Kann das sein, dass dieser Weg aus diesem Concrete ist? Und das ist halt das, wovor ich immer Angst habe, dass die sich hochbacken, beziehungsweise hochglitschen.
Wir werden diese Veranda, die werden wir auch nochmal, oder dieses Vordach, das werden wir auch nochmal irgendwie abreißen. Und da werden wir mal unser eigenes Ding für hinsetzen. Ne, ich bleib hier oben. Das ist mir zu gefährlich. So, einen Eimer haben wir. Weiter im Texte. Wir brauchen noch ein weiteres Campfire. Ich möchte hier oben auch noch ein Campfire haben. So, zack. Mittig einfach mal reinsetzen. Fackel, linke Maustaste. Campfire leuchtet. Jetzt ist die Frage, welches Essen kann ich mir wie braten? Also ich brauche irgendwie einen Cooking Pot. Gut, Eisen. Plöpp. Cooking Pot. Bauen wir nicht, weil ich habe jetzt so in den anderen Videos gesehen, findet man echt zuhauf. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, das zu suchen, das Zeugs. So. Glas könnten wir aus Sand noch gewinnen, habe ich festgestellt oder habe ich gelesen. Chicken Rates, wo kann man noch stacken? Warum stackt der das denn immer nicht? Ist der doof oder was? So, Pickaxe. Wie weit ist die Pickaxe denn überhaupt runter? Die ist auf 135 von 300 und die ist auf 64. Also 64 Schläge und die ist platt. Nicht gut. Werden wir einmal erneuern müssen. Stick. Ach, können wir auch anders machen. Warte mal. Ach, eine Schaufel können wir auch nochmal auf die Schnelle bauen. So geht eine Schaufel. Einmal so die Sticks langgelegt und dann hier unten... Wie nein? Stick, 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 Stick. Mal durchziehen, oder? Hä? Warum jetzt nicht? Stick, 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 Stick. Schaufel ist auf jeden Fall weg. Mach dann Sharp Stick draus. Warum? Hallo, warum machst du das? Okay. Ich hätte schwören können, dass das so geht. Jetzt ist die Schaufel weg. Oder what? Moment. Schaufel. Wie würde jetzt wohl... Also eine Schaufel würde... Moment. Okay. Also eine Schaufel würde für mich Sinn ergeben, so wie ich sie eben hingesetzt habe. Oder... Moment. Und dann... Nee. Stick. 1, 2, 3. Und fertig ist die Schaufel. Von vielen Leuten wird übrigens, also von vielen Spielern, die ich jetzt so gesehen habe, wird übrigens die Schaufel gerne mal verwechselt mit so einer Guardian Hoe, die ich gerade nicht bauen kann, weil ich da nicht genügend Materialien für habe. Ja, wie man die beiden Sachen miteinander verwechseln kann. Tja, ich weiß es nicht. So, 100 Sticks. Boah. Achso, das ist ein Sharp. Ja, das ist auch beides Sharp. Boah. Boah. Hier, Guardian Hole. Also hier irgendwie Eisen und dann... Die brauchen wir aber erst später. Die brauchen wir erst, wenn wir hier oben gewesen sind. Weil das hier ist ein Kornfeld. Und da ein Kornfeld... aus dem Kornfeld holt man sich halt Korn, ne? Wer hätte das gedacht? Na sowas. So, jetzt brauchen wir noch Sharped Sticks. Sharped Stick. So. Ne, pass mal auf, machen wir anders. So. Oh. Stick, Stick. Stick stacked. 91 Sharp Sticks. So, und jetzt brauchen wir Wood Spikes. Genau. Warum? Ach, wie toll. Oh, das stackt doch gleich wieder nicht. Ich vergesse das immer, dass man... Oder kann man irgendwie... Nee, mit Shift geht... So. Oh, stackt doch. Aber 30 Stück ist immer noch ganz schön dünne, möchte ich mal sagen. Können wir noch mehr von den Sharp Sticks machen? 11. Ist jetzt auch nicht so die Welt, ne? Die gingen hier zu stacken. Die jetzt auch. Okay. Also manchmal ist das mit dem Stacken, das ist so eine Sache für sich. Ich blick da halt nicht so ganz durch. Ich muss mal gerade auf die Uhrzeit achten. Nicht, dass meine Frau gleich aufsteht und mich hier denn so mitten in der Aufnahme mal so buh macht oder so. So. Ich meine, wir können ja noch ein bisschen mehr Plywood herstellen. Ne, komm, machen wir.
Nägel mit Köppe, 96 Stück. Und dann kriegen wir da raus, jawohl, 300 Sticks. Und die schmeißen wir erstmal an die Erde. So. 384 Sticks zu 384 Sharp Sticks, die man jetzt natürlich nicht stacken kann. So, was brauchen wir dann noch? Log Cabin Wood, Sleeping Bag, Wood Spikes. Kann man das nicht linke Maustaste gedrückt halten? Ne. Geht irgendwie. Ne, wird auch nicht mehr. Okay. So, und die stacken jetzt mit denen natürlich nicht. Nein, warum auch? Oh. Dann können wir hier wenigstens mal ein bisschen für Sicherheit sorgen. Ja, nur ein bisschen. Ja, ein bisschen reicht schon. So, dann können wir eigentlich nochmal Forging Metal. Moment mal. Nee, ich brauche noch eine Pickaxe. Sharp Stick. Old Plywood Planks. 16 Sticks. Und dann braucht man hier irgendwo eine Pickaxe. Da haben wir eine Pickaxe. So, da lebt. 2 Uhr nachts ist es. Ja, super, wunderbar. Real Life ist es irgendwie 7:45 morgens. Der alte Nachtarbeiter. So, haben sie es jetzt geschafft? Sind sie jetzt im Haus oder sind sie jetzt nicht im Haus? Der auf jeden Fall nicht. Das ist mir zu ruhig geworden. Die sind im Haus. Ich hab das Gefühl, die sind im Haus. Ja. Uncool. Absolut ungeil. Oh Mann. Nee, das geht natürlich nicht. Warum auch? Sauber. Die hängt jetzt in der Luft. Nee, die ist am Boden. Ah, wo sind die denn jetzt reingekommen? Also hier versuchen sie es gerade. Ich brauche eine neue Pumpgun irgendwie. Und da hinten kann man schlecht erkennen, ne? Ah, schade. Aber mir war klar, dass sie reinkommen. Früher oder später. Was haben sie denn hier? Ach, die haben sich unter... Guck dir das an, die Schweinehunde. Unter das Fundament haben sie sich gegraben. Das bedeutet, wir müssen früher oder später jetzt echt in die Wüste und irgendwie Fundament aus diesem Concrete machen oder irgendwie so. Oder halt aus dem Metal Trussing. Irgendwas wird uns da schon einfallen. Aber ich würde sagen, wir sind für heute erstmal durch mit der Schicht. Ja, würde ich erstmal so behaupten. Ne? Würde ich einfach mal sagen. Genau. Denn bis zum nächsten Mal. Bleibt mal gewogen, bleibt mal treu. Haut da rein und tschüss.